Wenn die Amerikaner wüssten, wie schlecht die deutsche Presse teilweise über Amerika berichtet, hätten wir Deutschen hier keinen so guten Ruf. In der Tat genießen Deutsche in den USA einen sehr guten Ruf. Uns werden die besten Tugenden zugeteilt. Pünktlichkeit, Organisation, Qualität, Präzision, Bildung, Musik, Kunst, Literatur, Wissenschaft. Aber auch das beste Bier, die beste Fußballmannschaft und so weiter. Wenn du hier sagst, dass du Deutscher bist, gewinnst du schon sofort den höchsten Respekt. Vorweggenommen mal der Punkt, Amerikaner interessieren sich nur für sich selbst. Gott sei Dank sind die Amerikaner nur auf sich selbst fokussiert. Nur ihr Land, also sie interessieren sich meist über andere Kulturen nicht. Viele wollen nicht wissen, wo Europa oder geschweige denn Deutschland auf der Karte liegt. Denn wenn sie sich für die deutsche Kultur interessieren würden, ja um Himmels Willen, auch noch deutsche Presse lesen würden und Deutsch verstehen würden, was Deutsche teilweise über Amerikaner an Klischees und Negativität schreibt und zuschiebt, alle guten Beziehungen zwischen Deutschland und USA würden ins Bodenlose fallen. Seid froh, Leute, dass Amerika keine deutsche Presse liest. Ich persönlich bin heilfroh, denn wäre das nicht so, würden die auf mich einprügeln bei der Erwähnung, dass ich Deutscher bin. Heute gehen wir mal den schlimmsten, abartigsten und grausamsten, unethischsten Klischees und journalistischen Angriffen nach, die Deutsche von den Amerikanern über Amerikaner verbreiten. Aber ich weiß ja auch mittlerweile, warum das so ist. Ich bin der Sache so nachgegangen. Ja, ich habe es wirklich nicht übertrieben. Erst nach 20 Jahren gemerkt. Komischerweise erst so circa 7 Jahre, nachdem ich mit YouTube hier angefangen habe, über mein Leben über USA zu erzählen. Und so in den letzten 12 Monaten ist mir ein Licht aufgegangen. Und jetzt verstehe ich auch, warum die deutsche Presse, die haben also mein vollstes Verständnis. Nicht Respekt, aber ich verstehe es. Jetzt müsst ihr zugeben, seid ihr verwirrt, ja? Keine Sorge, ich werde in diesem Video so einiges klarstellen. Es werde Licht. Und mit Licht kommt auch Schatten oder so ähnlich. Ich habe einige sehr interessante Themen heute. Gedanken heute mit euch zu teilen. Ich zeige euch mal was, Leute. Wisst ihr, welche meine erfolgreichsten Videos hier sind? Bald 1 Million Views. 10 Gründe, nicht in die USA auszuwandern. Ebenfalls fast 1 Million Views. 10 Dinge, die Amerikaner von Deutschen lernen können. 500.000 Views hat dieses Video hier, warum Amerikaner immer verschuldet sind. Fällt euch was auf? Das sind alles negative Themen. Einer meiner aufwendigsten Videos, ich habe für kein Video so viel Schweiß aufgebracht, war Atemlos in Colorado. Mir kriege ich 30.000 Views. Das liebe ich an Amerika, nur 70.000 Views. Meine erfolglosesten Videos sind immer die positiven Videos über Amerika. Noch was, diese erhalten auch die meisten Dislikes, also die positiven. In meinen Kommentaren lese ich zuhaufe, wie kann man in diesem Land leben? Oder gut, dass du da drüben bist. Solche Spacken brauchen wir hier nicht. So viel Negativismus. Wobei fairerweise muss ich auch sagen, in den letzten Jahren haben sich die Kommentare in meinen Videos auch zunehmend ins Positive gesteigert. Mittlerweile sind es schon fast über 98% positive Kommentare und Likes. Das muss ich auch den Zuschauern auch zugute heißen. Die Tendenz geht Richtung positiv. Dennoch, jedes Mal, wenn ich ein negatives Videothema habe, weiß ich, dass es mindestens 250.000 Views erhalten wird. Deswegen habe ich auch erstmals die deutsche Presse verstanden. Die machen das nicht aus Böswilligkeit. Die machen das, weil genau diese Themen am meisten Leser und Zuschauer erhalten. Die machen das also aus Gier. Pure Gier. Geld. Money. Und Menschen, die unethischen Journalismus betreiben und rein monetär getrieben sind, also Money, die recherchieren auch nicht viel. Denen seid ihr scheißegal. Stimmt das, was man da schreibt? Wen interessiert's, ja? Wenn du Kaka schreibst, ist es auch nicht wichtig. Bleiben wir mal bei Kaka. Hier mal die größten Kaka-Popo-Nachrichten aus der deutschen Presse über die USA, auf die meisten Zuschauer stehen. Ihr natürlich nicht. Naja, also ich meine, meine Zuschauer, habt also nochmal, ich 1000-mal bedankt an euch, dass ich mit diesen Klischees hier aufräume und deswegen liebe ich meine Zuschauer. Ich habe wirklich lange, sehr lange gebraucht, um diese Community euch hier aufzubauen. Ich werde den Teufel tun, um diesen Kanal zu verunstalten mit blödsinnigen Klischees. Das, wo ich immer aber mit dem Kopf schüttle, ist dieses hier. Also meine Top-Themen. USA ist ein gespaltenes Land.
Das ist momentan in den letzten Jahren der Dauerrenner in der deutschen Presse, in deutschen Nachrichten. Und ich wollte euch, werde höchstwahrscheinlich auch ein Video darüber drehen. USA ist ein gespaltenes Land. Aber ganz kurz dazu, USA war schon immer gespalten. Das ist nichts Neues, nichts Neues. Die Lücke zwischen Arm und Reich, ja, zwischen gebildet und ungebildet, zwischen der einen und der anderen Partei, das ist so alt wie die Geschichte oder besser gesagt Philosophie von USA. Dass das jetzt auf einmal aufgrund eines kontroversen Leaders, ihr wisst, wen ich meine, ja, entstanden sein soll, ist schlichtweg Quatsch. Der umstrittenste Präsident der Vereinigten Staaten war er nicht. Ich glaube, ich muss euch mal so über den Watergate-Skandal und Richard Nixon mal erzählen, was da passiert ist. Also, mach ich jetzt nicht, aber es würde den Rahmen sprengen. Die deutsche Presse greift diesen Slogan aber schon seit 60 Jahren auf. Länder, Meinungen, Innenpolitik, wir können immer von Spaltung sprechen. Das ist, also für den einen ist das Glas halb voll, ja, jedes Land ist dann demnach gespalten. Opposition und Regierung, da habt ihr es, ja, gespaltenes Land. Es gibt immer eine Opposition und eine Regierung. Spaltung. Man kann auch das Glas halb voll betrachten, ein geeinigtes Land. Nur das Problem dabei ist die Schlagzeile. Amerika, ein geeinigtes Land. Keiner würde auf dieses Video oder Schlagzeile klicken. Amerika, ein geeinigtes Land. Andere Themen, die ständig für Furore sorgen, sind Armut und Obdachlosigkeit. Mein Video Obdachlosigkeit in Amerika hat sofort knapp 150.000 Views erhalten. Sofort. Boom. Ich habe aber mit den Klischees aufgeräumt, ja, was Obdachlosigkeit in den USA wirklich bedeutet. Darüber habe ich auch berichtet. Schaut euch das mal an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Da habe ich teilweise auch mal die Hintergründe beleuchtet. Alle Links in der Beschreibung. Und vieles ist auch negativ in den USA, gar keine Frage. Wir haben hier eine Menge sozialer Probleme. Und darüber möchte ich auch mit euch sprechen. Das Gesundheitssystem ist im Vergleich zu allen modernen Ländern auf der Welt in den USA meiner Meinung nach am rückschrittlichsten. Nicht was die Behandlung angeht, also die Ärzte sind top-notch, ne? Die Ausstattungen sind state of the art. Ich rede von der Grundversorgung der Menschen. Aber auch hier haben immense Verbesserungen stattgefunden aufgrund der Reform. Wir sind in Amerika noch nicht ganz so gut, aber auf dem Weg der Verbesserung. Es muss viel aufgeholt werden. Kritik kann man derzeit am bestehenden System also durchaus noch ausüben. Aber was ich dann in der deutschen Presse lese, sind Nachrichten von vor 30 Jahren oder Gerüchte, Geschichten von vor 30 Jahren, wo das Gesundheitssystem noch richtig veraltet war. Und über diese alten Extreme berichten die jetzt. Und das als aktuell zu verkaufen, sorgt natürlich bei den Lesern für Unmut über Amerika. Es gibt auch sehr gerechtfertigte Kritik, zum Beispiel Amerikas Umweltpolitik. Es gibt keine amerikanische Umweltpolitik. Das Thema Umwelt, darüber habe ich ja auch oft gesprochen, habe ich erwähnt, das ist so ein Spaßthema hier. Man macht sich Gedanken darüber und fühlt sich gut dabei. Es ist so, als würdest du auf der Straße gehen und siehst jemanden in Not auf der Straße liegen und denkst dir dabei, wie schön wäre es, wenn ich dieser Person helfen würde. Und gehst dann deinen Weg, ja, und denkst dir, oh, was für nette Gedanken ich doch habe. Ich bin stolz darauf, was für ein guter Mensch ich doch bin mit solchen tollen Gedanken. Der Typ liegt da natürlich weiterhin in seiner Not auf der Straße. Aber Hauptsache, du hast dich gut gefühlt. So ungefähr ist das Thema Umwelt hier zu betrachten. Die Menschen laufen daran vorbei, ja, schauen sich das an, machen sich viele positive Gedanken darüber, nennen sich auch teilweise Umweltaktivisten, ja, weil sie sich mehr als andere Gedanken darüber gemacht haben. Dann gibt es auch die Extremumweltschützer hier. Die kaufen sich dann einen Sticker für ihren Wagen. Die meisten davon kaufen sich dann aber auch Rescue-Hunde. Also hier in San Diego ist das ein absoluter Trend. Mexikanische Straßenköter werden quasi gerettet, in die USA gebracht und von amerikanischen Tierliebhabern dann aus den Hundeheimen gerettet. Et voilà, Umweltschutz oder so ähnlich. Und eigentlich auch, und irgendwie hat das was, man was Gutes getan und denn der Hund ist ja süß und das hat sich, fühlt sich auch verdammt gut an, ja, diese Liebe. Muss also richtig sein. Ich mag übrigens auch Hunde, auch wenn ich keinen Hund habe, weil es mich zu sehr zeitlich einbindet. Aber schön und gut, was hat das jetzt mit Umweltschutz zu tun? Irgendwie ist das wieder auch so nur ein Eigennutz. Dabei sollte man noch etwas nachgeben von seinem Komfort, damit die Umwelt, naja, dieser Widerspruch jedenfalls, ja, wie sagt man dazu? Hypokrit? Also Menschen, die sich scheinheilig, genau, Umweltschutz ist hier scheinheilig. Alle Amerikaner sind dumm. Aramis hat sich das zum Thema gemacht in seinem Video. Das meinte er natürlich sarkastisch, weil es wieder so ein Klischee ist, an dem viele Deutsche gerne anbeißen und rumknabbern. Wie Hunde am Knochen. Wie hungernde Ratten am Knochenmark.
ihrer verrotteten Kumpanen wie ein Kannibale, der... Okay, ich glaube, ich sollte aufhören mit Anekdoten. Wo war ich? Keine Ahnung. Bildungssystem. Ich denke, das war mein Thema. Oder auch nicht. Bildungssystem ist jetzt mein Thema, egal. Ist in den USA anders als in Deutschland. Es gibt hier die besten und auch die schlimmsten Schulen. Das liegt daran, dass in den USA es schlimme und gute Gegenden gibt. Und anders als in Deutschland ist eine Standardmesslasse an Standardmesslatte. Latte Macchiato. Nein, das ist nicht das Thema. Was ich sagen wollte, eine Standardmesslatte wie in Deutschland gibt es in den USA nicht. Dafür ist das Land einfach zu groß. Es gibt hier Ghettos und Brennpunkte und entsprechend ist die Qualität der Ausbildung dort auch sehr niedrig. Ich war auch in San Diego hier in einer Schule, High School, und habe Vorträge gehalten, weil mich eine befreundete Lehrerin gebeten hat. Und die Schule hatte Uni-Qualität, sowohl von den Schülern als auch von der Ausstattung her. Die Lehren nebst Fächern wie Geschichte und Englisch sogar Fächer wie Data Science. Also solche Elite-Highschools gibt es hier auch. Hinzu kommt auch der Selbstschutz der Lehrer, die sich in der allgemeinen Philosophie der Amerikaner widerspiegelt. Die Übernahme der Verantwortung an der Erziehung des Kindes wird komplett an die Eltern überlassen. Und man kümmert sich nicht wirklich um das Leben anderer. Und das ist auch ein Phänomen in der Bildungspolitik, die man überall oder die ich überall in der Welt erlebt habe. Hier ist meine Theorie und ich bin wirklich gespannt, was ihr dazu sagt in den Kommentaren. In dritte Weltländern sind die Kinder auf ihre Bildung angewiesen. Aufgrund dessen, dass der Staat keinerlei Grundversorgung anbieten kann und Armut unverschuldet im Vordergrund steht. Wenn sie diese Bildung nicht erhalten, landen sie endgültig auf der Straße. Lehrer in solchen Ländern fühlen eine höhere ethische Verantwortung gegenüber Kindern und boxen sie durch die Schule mit viel Anstrengung durch. Lehrer werden zu Mentoren, in manchen Fällen sogar zu Ersatzeltern. In westlichen Ländern dagegen, wo Reichtum herrscht, Infrastrukturen gegeben sind, staatliche Unterstützung gewährleistet ist und auch USA gehört dazu, trotz des gegenteiligen Klischees, angeblich gäbe es keine Sozialhilfe, Arbeitslosenversicherung, kostenlosen Krankenschutz. Ja, darüber habe ich auch berichtet in meinem Video. Ist das gleiche Video über Obdachlosigkeit. In diesen Ländern fühlen sich Lehrer nicht so sehr in der Verantwortung. Wenn das Kind nicht will, ja, Pech gehabt. Diese Einstellung führt dazu, dass nun das Kind selbst entscheidet und wenn die Eltern nicht erfolgreiche Korrektoren sind, bleibt das Kind also auf der Strecke. Zumal die Eltern auch nicht ohne sind, denn sie haben ja auch sehr viele Rechte und jeder Lehrer westlicher Kulturen weiß das. Eltern wissen alles besser, was für das Kind besser ist und da haben sich Lehrer gedacht, was, mach was du willst, ich zieh mein Ding durch, dann gehe ich nach Hause und die Sache ist für mich erledigt. Ich war lange nicht mehr in Deutschland, aber ich kann mir vorstellen, dass auch in Deutschland das so langsam in diese Richtung gehen kann. Weil ja auch in Deutschland Eltern einfach klagen können. Hier in den USA ist es besonders krass. Teilweise kann die Schule daran schuld gemacht werden, wenn der Schüler nun psychische Störungen hat. Alles sind ja immer nur die Lehrer schuld. Wobei manche Lehrer, da stimme ich zu, ich war auf dem Gymnasium und ich würde auch behaupten, so manch ein Lehrer hat auch eine psychische Störung. Aufgrund dessen, was wir mit denen angestellt haben über die Jahre hinweg. Falls einer meiner alten Lehrer von damals, die wir gequält haben, zusieht, sorry, wir wussten nicht, dass ihr auch Menschen seid. Wir waren 14-jährige Gymnasiasten, besserwissend und pubertär und einige von uns eloquent und mit schärfsten Worten ausgerüstet. Ich war teilweise sehr gemein zu einigen bestimmten Lehrern in der Schule. Ich habe als Schüler verbal Konter gesetzt. Ich habe mir nichts gefallen lassen und hatte ein sehr großes Mundwerk. Viele Lehrer mochten mich deswegen. Einige konnten nichts damit anfangen. Das waren die 80er, Leute. Da ging es teilweise ab. Lehrer haben uns auch auf persönlicher Ebene attackiert und sich auch in unser Leben eingemischt. Und wir haben uns gewehrt. Ganz andere Zeiten also. Aber es gab auch viele positive Nähe. Lehrer wurden zu meinen Wegweisern im Leben, die Garant für meinen Erfolg heute sind. Nicht, weil sie mir Englisch oder Deutsch, sondern das Leben beigebracht haben. Und wenn die heute zusehen, danke dafür. Und heute, und ich kann das verstehen, wenn Lehrer diese Barriere dann aufbauen, zum Selbstschutz, aber dann auch zum Nachteil der Kinder. Alles hat seine Schattenseite. Auch ein Problem in den USA in der Bildung, die Spalte zwischen Kind und Lehrer ist riesig, würde ich sagen. Und dabei weiß man gar nicht mehr, zu wessen Schutz das eigentlich nun dient. Bis bald.